Die Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Play Total War Warhammer 2. Wir sind in der Kampagne der Echsenmenschen und arbeiten uns jetzt langsam gegen die Ratten, die Skaven des Clan Naga vor. In den letzten Episoden haben wir hier schon mal Choteks Damm gesäubert. Dann hat sich Lord Master Mundi hier langsam vorbewegt auf die gefallenen Tore, die noch als Ruine angezeigt werden. Gerade eben, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, also just vor 2 Minuten, habe ich hier einmal Tokai und Freck Ratzal schon mal befehligt, dass der eine nach Hexwattle geht und Tokai dann gleich in Choteps. Oh, Choteps, ich bin irgendwie im ägyptischen, arabischen Sprachmodus. Choteks Damm reingeht. Dass hier in der Nähe des Feindes zumindest schon mal ein zweiter General stationiert ist. Und ja, wir werden jetzt hier, glaube ich, einmal mit dem Lord Masdamundi gleich das gefallene Tor angreifen. Der hat ja noch eine recht große Truppe dabei. Und ich werde jetzt erstmal die Runde beenden, damit ich gleich neue Bewegungspunkte habe. Es wurde schon in den letzten Let's Plays, also in 1 und 2, was ich mittlerweile veröffentlicht habe, schon darauf hingewiesen, was für Fraktionen alles zu erkennen waren hier oben in dem Menü und wer alles dabei mitmacht und dass es wohl sehr fluffig ist. Es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass ich mich warm anziehen soll bei den Dunkelelfen. Ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel noch weiter ausbreitet vor mir. Ich habe noch eine Nebenkampagne gestartet mit den Hochelfen, mit den Azur, um mir einmal anzugucken, wie die Spielmechaniken so alle funktionieren. Also so Sachen wie Helden, wie die Fähigkeiten sich weiterentwickeln und so weiter. Und bin jetzt ein bisschen besser, zumindest von den Spielmechaniken im Bilde. Und Xlan Huaptek möchte mit mir ein militärisches Bündnis eingehen und zahlt mir sogar 300 Gold dafür. Nehme ich doch mal an, oder? Macht Sinn. Dann ist nämlich hier unten das ganze Stück schon mal für mich wieder entdeckt. Und ja, auf meiner Seite. Dann machen wir oben mal schnell weiter. Clan Naga hat gerade Truppen ins gefallene Tor bewegt, habe ich gesehen. Das heißt, da werden mehrere Einheiten auf mich warten. Ich bin gespannt. So, zurück in meiner Runde habe ich hier unten eine Siedlungsverbesserung möglich. Und ich werde erstmal Freck Ratzal nach Hexowattle bewegen. Hexowattle. Und Tokai weiter in Richtung Hexdamm. Die beiden sind im Modus Marschieren eingestellt gewesen, damit sie relativ fix vorankommen. Da muss ich gleich in der nächsten Runde daran denken, hier dem wieder eine andere Taktik zu verpassen. Und Siedlungsverbesserungen sind möglich in der Küste der Siedler. Da könnte ich nämlich jetzt einen Provinztempel aufbauen. Das gibt mir noch nicht mehr Garnison, also für die Standardverteidigung, wenn niemand drin ist. Aber es gibt 2 Bauplätze zusätzlich. Es gibt mehr Wachstum, öffentliche Ordnung, dann habe ich uralte Tafel und mehr Einkommen. Also an und für sich keine schlechte Sache. 20 mehr Einkommen, 10 mehr Wachstum. Ja, das ist, glaube ich, die Hauptsiedlung hier in dem Gebiet Skeggy. Quatsch, in dem Gebiet Skeggy. Wie heißt denn das Gebiet? Moment, Küste der Siedler. Genau, in der Küste der Siedler. Stimmt, steht ja hier oben. Ja, ich mache das mal. Dass das auch dann langsam vorangeht, dass ich auch mehr Einkommen generieren kann. So, eine Frage, die doch war, wie entwickeln sich denn so die Helden? Weil Lord Masdamundi ja nur auf der Sänfte sich bewegt. Das wurde angemerkt, dass das uncool wäre. Auf einem Stegadon wäre es cooler, weil er ja wohl der aggressiveste der Slans ist, der aktivste. Deshalb gucke ich mal einfach in sein Profil rein, was denn hier noch möglich ist. Und, aha, guck mal da oben. Das Spiel ist sehr fluffig. Also hier neben den ganzen magischen Fähigkeiten, neben den passiven Buffs und sowas alles, haben wir ganz oben auch noch so ein paar spezielle Sachen für den Charakter. Und da haben wir Slug. Slug ist ein Stegadon. Und das ist das, worauf Lord Masdamundi wohl reitet. Also ab Stufe, also ab Rang
17 bekommt Lord Mazdamundi die Möglichkeit auf das Stegadon, was ihn dann im Nahkampf natürlich auch nochmal zu einem Monster macht. Das ist dann ein Nahkampf-Magie-Monster. So, okay. Dann würde ich mal sagen, legen wir uns schon mit denen an. Die sind noch neutral relativ. Und ich habe ja noch den Krieg mit Clan Naga offen. Ich könnte mir gegebenenfalls einen Helden rekrutieren. Ne, kann ich noch gar nicht. Was fehlt denn da? Ah, der Brut habe ich da auserkoren. Okay. Kann ich mir hier noch keinen Helden rekrutieren? Dann gucke ich mir mal mit Mazdamundi die gefallenen Tore an. Gedacht, mein Herr, diese Ruinen sind von Skaven befallen. Die Legenden erzählten von mächtigen Höhlen, die Rattenmenschen unter zerstörten Städten graben. Mhm. Es scheint, als wären diese Legenden wahr. Kreise ich ihn und lasse ihn ein bisschen ausbluten, bis er rauskommt? Oder greife ich direkt an? Ich glaube, ich umkreise ihn. Das heißt also eine Belagerung. Jawohl, hier sind Skaven entdeckt worden, gut. Und dann war das schon wieder für die Runde. Mehr kann ich gerade nicht groß machen. Und was auch noch angemerkt wurde von einem User, dass ich bei den Bastilla dann immer von der Maschine der Götter geredet habe, bei der Sonnenmaschine. Mea culpa, natürlich, stimmt. Die Maschine der Götter ist das Ding, was auf dem ehrwürdigen Stegadon drauf ist, auch wenn der Skink-Priester das als Reittier benutzt. Ist mir da nachträglich auch eingefallen, dass es die Sonnenmaschine der Sun Engine ist. So, hier wird Tokai von Chant angegriffen, von Skaven. Das ist blöd. Da kann ich nicht mal fliehen. Ich brauche ihn, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, der ist dann hin, der General. Ist zwar blöd, aber wenn ich den einfach so in offenem Feld stehen lasse, ist das eigenes Verschulden. Das heißt, der Hotex-Damm ist dadurch dann nicht mit einem General besetzt. Ich kann einen Helden rekrutieren, in Hexowattle, einen Skink-Häuptling oder einen Skink-Priester. Ich habe keine Ahnung genau, was die so können. Das gibt es hier auch gerade nicht als Tooltip, glaube ich. Aber ich denke, ein Skink-Priester ist besser, weil er zaubern kann und hinterher auch sowas auf einem Terradon und so reiten kann. Deshalb nehme ich ein Held hat sich euch zum Dienst verpflichtet. Cola Skink! So, führt eine Heldenaktion erfolgreich aus. Okay, damit sind jetzt Helden eingeführt in das Spiel. Hier steht er. Nee, wo steht er? Moment. Hallo? Hallo? Ach, da unten. Hier, ganz im Kleinen. Ist hier der Skink-Priester mitten in der Stadt drin. Ola Skink wird sich, glaube ich, mal bewegen. Er kann, wenn er einem Held hinzugefügt wird, auskundschaften. In einem, also der lokale Effekt, zum Beispiel in einer Stadt, ist, dass er Korruption bereinigt. Und wenn er noch ein Ziel bekommt auf eine Siedlung, kann er Technologien stehlen, kann er Helden verwunden oder Armeen blockieren. Steht hinter der Webcam. Okay. Ich glaube, dass ich den mal nach Hoteps Damm bewegen möchte, damit er nämlich da die Korruption bereinigen kann. Wenn er denn laufen kann. Ja, kann er. Aber er kann nicht in die Stadt rein. Okay, in der Hoffnung, dass er überlebt, schicke ich ihn mal zu Lord Mazdamundi. Es gibt dann die Möglichkeit, da auszukundschaften. Aber da sind natürlich auch noch hier die Skaven. Das ist jetzt gefährlich für mich. Oder ich greife mit Lord Mazdamundi direkt gleich die Stellung an und habe ihn dann danach frei, um gegen die anderen Ratten des Clan Naga vorzugehen. So, weitere Sachen kann ich nicht groß. 1853 Gold in der Treasury. Ich habe das Bedürfnis, noch ein paar Einheiten auszuheben.
Und zwar möchte ich gerne Soras mit Speeren. Und einmal eine Skink-Kohorte mit Wurfspeeren. So. Okay. Warum sage ich Soras? Ganz einfach, weil die das selbst auch so schön sagen. Es sind Saurus-Krieger. Aber die sagen das so schön, selbst als Sounddatei. Da kann ich einfach nicht widerstehen. So, und jetzt greife ich mal hier die Stellung an, wo der Toxer sitzt, damit ich dort Mastamundi gleich gegen die andere Armee führen kann. Das kann ja nicht sein. Und in Ladebildschirmen könnte ich über Flufftexte reden, zum Beispiel über die Herkunft der Echsenmenschen, über die einzelnen Einheiten. Vielleicht auch in Verknüpfung mit den Tabletop-Regeln. Und da kann ich nur sagen, als allererstes, Echsenmenschen sind ein sehr cooles Volk. Echsenmenschen sind das älteste Volk, das auf der Welt im Warhammer Fantasy-Universum platziert wurde und sind mittlerweile führungslos, da die Alten, die sie erschaffen haben, irgendwann verschwunden sind und nur noch ja, so Steintafeln hinterlassen haben für die Echsen und die jetzt versuchen herauszufinden, welchen Plan die Alten, so nennen sie sie, für sie hatten. Das ist eine sehr spannende Sache. Die Slan sind so die Orakel, die Omen, die das alles durchdenken. Und die Priester sind eigentlich die, also die Skink-Priester sind eigentlich die, die die Nation die ganze Zeit lenken. Und ich versuche mal, hier die Winde der Magie zu erhöhen. Die Energie soll etwas stärker werden. Ich warte noch ein bisschen. Und es passiert Folgendes. Es wird mehr. Ranald ist mit euch der Wind der Magie. Gut, das heißt 15, das reicht mir. Ich starte mal die Aufstellung. Von hier kommen die Skaven. Hier stehe ich. Diese Map hatte ich schon mal. Und ich werde mich diesmal, glaube ich, ähnlich positionieren wie beim letzten Mal. Ich werde Lord Mastamundi hier hinten hinsetzen. Davor die gesegneten Tempelwächter. Dass er quasi fluffig mit denen mitläuft, wie man es ja auch im Tabletop machen muss. Wenn man eine Gruppe Tempelwächter, also ein Regiment Tempelwächter mitnimmt im Spiel und einen Slan dabei hat, muss der Slan sich den Tempelwächtern anschließen, beziehungsweise andersrum. So, das sind die mit den Schilden, dann haben wir noch normale Soros mit Speeren. Die kommen dann weiter auf die Flanken zusammen mit normalen Soros. Ja, und deshalb finde ich das dann auch relativ fluffig und angemessen, wenn die dann hier so stehen. So, die anderen Soros kommen in der Gruppe hier hin. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Das mag ich, wenn man die Sachen so relativ fluffig hier hinstellt, wie man sie auch im Spiel einsetzen täte. So, dann habe ich jetzt die Skink-Kohorten mit Wurfspeeren. Die sind dann hier vorne zwischen den Regimentern so ein bisschen verteilt. Und hier habe ich das Bastilladon mit der Sonnenmaschine. Das steht natürlich weiter hinten wegen dem Fokus auf Artillerie. Ich stelle das mal spontan so hin. Das hat keinen so großen Feuerbereich. Jetzt im Vergleich zu Hochelfen, die ich jetzt auch mal ausprobiert habe, kann ich das mittlerweile so sagen. Aber den es hat, der macht schon massiv Schaden. So sieht das aus. Dann haben wir hier einmal die Skinks, die setzen sich gegenseitig. Hallo? Und ja, ne? Da. Die legt sich hier gegenseitig so einen Feuerbereich aus. Die Skinks werden dann hier so ein bisschen den Feuerbereich aufnehmen in die Richtung. Dafür stehen auch schon mal hier weitere Soros. Sind das die mit den? Ja, das sind die mit den Schilden. Die stehen dann weiter hier. Und dann. Das ist mit Schilden. Hier sind die mit den Speeren. Die stehen hier hinter, um zu blocken. Das sind auf der Seite hier.
über Sauras mit Speeren. Und Sauras der Krieger. Und hier eine Skink-Kohorte, um im Zweifel die Möglichkeit mal zu haben, irgendwie zu flankieren. Und ganz außen auf der anderen Seite haben wir das jedenfalls so. Hier haben wir nochmal. Haben wir euch die jetzt eingestellt? Brauchen wir euch da einmal mehr? Ach, was auch immer. Ist egal. Die Sauras stehen hier. Und die Skinks stehen da. Wir drehen noch ein bisschen weiter nach vorne. Dann passt das fast. Dann sind fast beide Seiten gleich ausgelegt. Die Skinks hier hinten sind die Eingreiftruppe zusätzlich. Und dann starten wir mal das Spiel langsam. Los geht's. Da rücken gerade die Feinde auf mich zu. Skaven, Skaven, Skaven. Clanratten, Clanratten. Sklaven, Clanratten. Ein paar Giftwindkrieger sind dabei. Sklaven, Schattenläufer. Ja. Nicht so starke Einheiten. Es sollte mir möglich sein, die zu vernichten. So, was macht denn kaltblütig? Füllt Trefferpunkte von Kämpfern aus, nimmt Geschwindigkeit, Nahkampfabwehr und Angriff. Aber immerhin kann ich heilen. Wir haben den Widerstandstrank, den ich mal gefunden habe, den kann ich einnehmen. Und wir haben hier den Kanalisierungsstab. Der hat eine Nachlade von 15. Nachladerate. Was ist das denn hier? Ach so, hier, stimmt. Tiefenreich und so. Das haben die auch. Ich wollte schon sagen, warum bewegen sich hier einfach meine Skins weg? Ja, ja. Nee, ihr geht da mal weg. Bitte. Und ihr geht mal wieder bitte so dahin, wie ich euch aufgestellt habe. Und ihr marschiert mal wieder hier hin. Während die Sauruses so ein bisschen verscheuchen. Versucht zumindest zu versuchen zu verscheuchen. Und es wurde auch darauf hingewiesen, ich habe ja gesagt, die Saure ja laufen so ein bisschen wie Enten. Ja, Enten tauchen irgendwie sowas in die Richtung. So auf jeden Fall vogelartig. Das finde ich ganz cool. Der wird hier gerade angegriffen. Auch wieder das geht's ein bisschen hochsperren. Da schicke ich dann mal hin. Und dann diese Vogelrichte stiften. Die Skinks sollen sich bitte gerne mal ausrichten und die auch, wo sie herkommen. Das, was Dilla damit tut, schon das Feuer hier auf. Was die Läufer waren versteckte Einheiten. Die hauen ab. Offensichtlich mag der Computer es, sich in meinen Reihen aufzustellen mit seinen bösen Einheiten und dann danach die zurückzuziehen, um hier ein bisschen Unruhe zu stiften. Ich kann hier die harmonische Konvergenz auf Ziele Verbündeter selbst. Ich kann das Amyntox-Netz, das ist auf den Feind, nimmt dem die Möglichkeit, sich zu bewegen und auch hier wieder Trefferpunkte auffüllen. Das heißt, Lord Masdamundi ist als Slan eher ein passiver bzw. Charakter mit defensiven und passiven Fähigkeiten. Das ist okay. Deshalb würde ich gerne als nächstes noch den Skinkpriester dabei haben, in der Hoffnung, dass er ein paar aktive Sprüche dabei hat. So, das Bastilladon schießt immer noch hier hinten drauf. Die Gossenläufer sind aber eine Fernkampfeinheit auch. Und deshalb stürmen da mal die Sauruses drauf zu. Die halten sich noch zurück. Und das Bastilladon nimmt hier die Schattenläufer dann mal aufs Korn. Und weiter geht's. Und da ist gerade wieder was passiert in meinen Reihen. Hier versucht er gerade wieder erneut meine Linie aufzubrechen. Ich nehme aber hier den Plänkler-Modus von den Skinks mal runter, damit die direkt verschrieben werden können und die Skinks da stehen bleiben, wo sie gerade sind. So, die Gossenläufer hier verdrücken sich natürlich, erfahrungsgemäß. Und das ist was ich an den Skaven jetzt schon nicht mag.
habe ich ja, glaube ich, im letzten Spiel auch erwähnt. Die sind so fucking flink. Und nervig flink. So, die Sauruses rufen mal Gossenlauf hervor. Und hier gibt es jetzt auch ordentlich Ärger. In der Hoffnung, dass ich die Einheit schon übertreiben kann. Die bewegen sich wieder zurück und die hier greifen mal Clanratten an, die da mit der Fähigkeit kamen. Hier läuft natürlich der Gegner vor mir weg. Das war erfahrungsgemäß so zu erwarten. Deshalb muss ich jetzt tatsächlich mit alle langsam vor. Stehen bleiben und abwarten, dass der Gegner auf mich zukommt. Das ist, glaube ich, mit den letzten nicht ganz ziemlich, weil ich noch relativ langsam bin. Ich versuche ihn einfach so zu brechen. So, zwei Gruppen stürmen mal direkt hier rein. Das Tinderon schießt schon mal ein bisschen hinten hin, während die vorrücken. Die gehen dann auch damit auf die Seite. Die Skinks stellen sich irgendwie hier so hin. Die anderen Skinks. Einmal hier. Die gehen nach hier vor. Saurus. Gehen mal in den Kampf rein. Was haben wir hier? Hier haben wir noch die Ehrwürdigen. Die lösen sich mal von Mazda Mundi. Das Tilleron rückt mal hier hin vor. Die eine hat die Munition aufgebaut, das heißt, die können jetzt auch getrost mit in den Nahkampf. Ebenfalls. Ich denke mal, Skins sollten das mit dem mal ganz unproblematisch gegen Ratten aufnehmen können. Das ist ja ungefähr dieselbe Stärke. Lord Mazda Mundi wird angegriffen. Zweimal. Kaltblütig auf anderen. Aufgefüllt werden, damit die Einheit auch einfach länger kann. Die Skink-Kohorte setzt sich mal hier auf die Seite und die Sauruskrieger mit Schilden gehen auch mal hier in die Mitte rein. Die Skink-Kohorte dreht sich mal so auf die Seite, vielleicht können wir da mithelfen. Und das Bastiller macht den Fernkampfmodus raus und schlucht hier rein. So, hier sind die auf der Flucht gleich, genau. Das heißt, die können hier mit in diesen riesen Haufen rein. Dies ging sicher. Die können weiter hier rein, die fliegen rein. Da flieht irgendwas von mir. Sauruskrieger. Da noch eine harmonische Konvergenz drauf. Wo immer die Einheit gerade ist. Ich glaube, es ist die hier hinten. Die Skinkohorte geht da mit rein. Die haben auch ihre Fernkämpfer, ihre Munition aufgebraucht. Und die gesegneten Tempelwächter könnten jetzt mal einfach wieder weitergehen. Irgendwie wollen die so richtig in den Kampf, wo ich sie haben wollte. Das Bastilladon. Die schießen aber weiter drauf. Die Herrschaften verhauen hier noch einen Clanrat. Das muss aber gar nicht sein. Die Herrschaften können die Skins sich mal wieder stellen. Und gleich noch mit Fernkampfwaffen zu attackieren. Gehen gerade Schattenläufer auf Lord Mazda Mundi. Der wackelt sollte ich mal nicht zu problematisch werden. Die harmonische Konvergenz selber.
Pandoras Eis. Ja, Blitz. Das kann man. Geht auch noch weg. Dem soll die Garage an. Geht hier hoch. Wäre wieder zu denken. Die Arme. Die gehen zurück zu Lord Master Mundi, die verfolgen die nicht weiter. Man sollte gleich langsam aber sicher die ganze Armee aufgerieben sein. Hier sammeln sich Einheiten von mir. Die gehen auch mal zum Lord Master Mundi. Okay, ein bisschen unübersichtlich. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt mit den Echsen. Ein bisschen viel Verluste für meinen Geschmack. Aber immerhin ein Sieg. Cool. Und ich kann ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr auffüllen nach der Schlacht. Von daher ist das okay. So. Die Sauruskrieger kommen aus Brutteichen, genau wie alle anderen Echsen, und sind so ein bisschen die Arbeiter und Kämpfer unter den Echsenmenschen und kommen immer im ganzen Regiment aus den Brutteichen. Das ist sowieso sehr spannend bei den ganzen Echsen-Subspezies. Es kommt immer ein komplettes Regiment mit einem schon natürlichen Anführer aus einem Brutteich heraus. Und so werden die auch weiterkämpfen. Das heißt, es werden auch keine Regimenter zusammengelegt eigentlich. Eine Echse, die tot ist, ist halt tot. Und bis dann der letzte der Echsenmenschen von dem Regiment überlebt, ziehen die gemeinsam in die Schlacht. Und derjenige, der überlebt, wird dann gegebenenfalls zu einem Hornnacken oder Hornnacken-Veteranen. Da bin ich ganz sicher, ob so eine Weiterentwicklung für mich stattfinden kann. Es kann nämlich auch sein, dass statt einem normalen Sauruskrieger nur eine einzige Echse aus dem Brutteich rauskommt. Und zwar ein Hornnacken oder Hornnacken-Veteran, also eine sehr speziell starke Echse. Und manchmal, wenn die Sterne gut stehen, kommen auch Albino-Sauruskrieger, Sarusus, aus den Brutteichen. Das ist natürlich als Omen anzusehen unter den Echsenmenschen. Da wurden sie dann von Sotek gesegnet. Die kommen dann als Albino, als besonders gesegnete Krieger aus den Teichen. Deshalb haben wir zum Beispiel auch den Saurus Gorok. Das ist Gorgar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist Gorok. Das ist eine weiße Echse. Die gibt es auch als spezielles Charaktermodell im Armeebuch. Ich denke, dann im Spiel auch irgendwie. Und ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Auch die Echsen kommen mit ihrer ganz speziellen Zeichnung, ihrer Schuppenmarkierung aus dem Brutteichen. Das heißt zum Beispiel, so ein rotes Gesicht ist als Zeichen des Sotek auch zu sehen. Die sind auch nochmal etwas spezieller. Da sieht man dann auch sehr viel bei Skinks, die rauskommen. Die haben auch dann ein rotes Gesicht. Das Zeichen des Sotek. Und ja, so schön alles im Fluff verankert. Richtig cool, das Volk. So, ja genau, du sollst dich immer noch verabschieden gleich. Ich habe hier das gefallene Tor übernommen und habe somit schon mal die beiden kleineren Städtchen in den Vipernwäldern übernommen. Dann fehlt nur noch hier der Spiegelteich des Tepok, den ich danach noch angreifen muss. Als erstes werde ich allerdings mal die Fähigkeitspunkte anschauen. Apothese ist voll, das habe ich, und vor allem für einen Nachtwind. Energiereserve der feindlichen Winde der Magie wird um 15 reduziert. Was haben wir hier? Telekinese, Geschossresistenz oder Magieresistenz. Ausweichen. Was haben wir hier über die Gegenwart? Das sind so Standardfertigkeiten wahrscheinlich. Nahkampfangriffe für Sauruskrieger. Mehr Rüstung für Sauruskrieger sind ja auch noch. Hier Waffenstärke für Skinks und mehr Geschossschaden.
Flinke Reiter, mehr Geschwindigkeit. Heilige Wache für Kroxigore und Tempelwächter. Boni. Dann für Carnosaurier. Und hier für Stegadon und Bastillons Waffenstärke und Geschossstärke. Ich glaube, ich gehe mal hier über die unergründliche Präsenz, über die Magieresistenz, um dann hier auch noch ein bisschen mehr Boni zu bekommen. Passive. Weil dafür ist ja Lord Masnamundi eigentlich auch gedacht. So, jetzt lasse ich die hier erstmal drin stehen, damit die sich ein bisschen regenerieren können. Die Ratten hier vom Clan Naga, bin ich gespannt, was die tun. Und ja, des Weiteren, hier wird noch aufgerüstet. Des Weiteren warte ich einfach mal ab. Aber was als nächstes passiert, seht ihr? Richtig. In der nächsten Folge. Denn ich möchte die Folgen relativ kurz halten, um dann auch euch die Möglichkeit zu geben, nachzukommen. Also ich habe dann pro Tag eine Folge, damit ihr es auch ordentlich nachgucken könnt. Was soll ich jetzt eine Stunde 30 aufnehmen am Stück für eine Folge? Das bringt ja auch nicht wirklich viel. Und deshalb danke ich fürs Zuschauen. Ihr habt auf der Möglichkeit hier rechts, nein, auf der Seite rechts die Möglichkeit, die ganzen Tabletop-Videos von mir anzuklicken. Ihr habt über mir die Playlist für allen möglichen Let's Play-Content, Final Liberation, Chaos Gate, Inquisitor Martyr und natürlich auch noch die anderen Folgen von Total War Warhammer 2. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Keep on Wargaming.